Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cycling Manager oder Pro Cycling Manager 2015. Ja, letztes Mal hatten wir hier ein bisschen Einführungen so. Und jetzt würde ich sagen, wir legen hier weiter. Wir müssen ja noch den Kalender hier bearbeiten und die Ziele auch noch. So. Aha, das ist ein richtiges Ziel für unseren Sponsor, ja. Was kann ich denn jetzt hier machen? Muss selbst zuerst mal schauen. Aha. Ich kann die Fitnesskurve hier hochlegen. Hier zum Beispiel noch ein bisschen. Aber zum Schluss wird es hier sehr schwer. So. Machen wir es mal so. Okay. Und die Ermüdung nimmt dann immer zu. Wann ist denn die Tour de France? Keine Ahnung. Ah, da. Hm. Dann machen wir besser da ein bisschen mehr. So. Machen neben da ein bisschen runter. So, dann kann der sich hier so. Aber muss man das jetzt mit jedem machen hier? Okay. Ich würde einfach sagen, ich hoffe, es ist schon mal gut eingestellt. Wir gehen aber auf weiter hier. Details zu den von Ihrem Sponsor vorgegebenen Zielen. Dem Vertrauten, dass er in Sie hat. Dem Vertrauen, das er in Sie hat, und zu Partnerschaften mit Ausrüsten finden Sie auf der Seite des Sponsors im Menü Manager. Das Ende eines Vertrags mit einem Hauptsponsor ist ein wichtiges Ereignis. Wenn Sie sich im letzten Jahr des Vertrags mit Ihrem Hauptsponsor befinden, sollten Sie Ihre Bemühungen intensivieren, die Partnerschaft entweder beizubehalten oder neue Angebote einzuholen, um die Zukunft Ihres Teams zu sichern. Das Vertrauen des Sponsors ist ein Indikator dafür. Ja, natürlich. Wir haben neu angefangen, haben so voll Vertrauen, wie erfolgreich Ihre Saison verläuft. Seine Entscheidung über Ihr zukünftiges Budget macht der Sponsor von diesem Vertrauen abhängig. Aha. Hier sehen Sie die nächsten 5 wichtigen Rennenziele für Ihren Sponsor. Hab Paris will er Top 5. Und da will er Erster werden. Er ist ein schöner Klon, der. Klicken Sie jetzt bitte auf die Registerkarte Ausrüstung, um Details zu den Verträgen mit Herstellern von Rahmen, Laufrädern und Komponentengruppen zu sehen. Oh, jetzt wird es interessant. Für mich auf jeden Fall. Hier sehen Sie die Details zu Ihren Verträgen für das laufende Jahr. Es ist zu diesem Zeitpunkt völlig normal, noch keinen Vertrag für das nächste Jahr zu haben. Das ändert sich zum Ende der Saison. Aha. Bitte klicken Sie jetzt auf die zweite Registerkarte auf der Seite, um die vollständige Liste mit Zielen sowie Details zum Vertrauen des Sponsors einzubringen. Ändern Sie die Auswahl in der Dropdown-Liste, um die Auswirkungen Ihres Kaders auf das Vertrauen des Sponsors zu sehen. Kader. Ändern Sie die Auswahl im Dropdown-Liste, um die Auswirkungen Ihres Kaders auf das Vertrauen des Sponsors zu sehen. Haben wir ja gerade. Sie können die ursprünglichen von Ihrem Sponsor festgelegten Ziele bis zum 10. Januar verhandeln. Je höher die festgelegten Ziele, desto mehr Geld erhalten Sie auf kurze Sicht. Legen Sie die Latte aber nicht zu hoch, da der Sponsor sonst besonders anspruchsvoll ist. Ah, jetzt können wir die noch bearbeiten, hä? Okay. Können wir das... Ja, hier ist das erste Rennen. Das ist natürlich sehr wichtig, das... Aha. Hm. Tour de France ist hier. Dann machen wir doch mal hier... Top 10. Oh, gibt 11.000 Minus. Hm. So können wir das wieder ausgleichen eigentlich.
Wo ist denn hier? Top 5 Tour de France. Ach, wieder Top 3. So. Und wenn ich jetzt hier... ändert sich da nichts. Okay. Also außer am Konto. Wenn man Erster wird, dann gibt's Kohle, ja? Okay, Ziele. Ergebnisse, angemeldet Fahrer. Kader. Ha. Okay. Ausrüster. Kein Vertrag, kein Vertrag, kein Vertrag. Mikano, Zwin und... Mikano. Mikano, ha. Das abgeleitet von Shimano, oder was? Zwin. Was könnte das sein? Weiß ich jetzt gerade nichts. Zip? Vielleicht Zip? Ja, vielleicht. Weiß es nicht. Rahmen S-Bike. Ah gut, das ist schwer natürlich. Okay, wir gehen zu den News. Was? 13 Mails? Das gibt's ja kaum. Okay, die Ziele, die löschen wir bald, die sind nicht so wichtig. Zwin. Bitte beachten Sie, dass unsere Forschungs- und Entwicklungsabteilung an einer Weiterentwicklung des Modells 808 arbeitet. Wenn alles nach Plan läuft, werden wir Ihnen das neue Modell im Juni zur Verfügung stellen können. Okay, löschen wir. Interessiert uns nicht. Dann haben wir bereitet Sanyo ein neues Modell vor. Movistar Team und Sanyo arbeiten momentan an der Entwicklung eines neuen Aeroroad CF Modells. Dieser Rahmen gilt bereits jetzt als einer der besten Allzweckrahmen. Eine weitere Verbesserung wäre ein deutlicher Vorteil für Nero Quartana. Das ist ein Fahrer, hä? Kommt der her? Das weiß ich jetzt nicht, was das für eine Flagge ist hier. Die Evolutionstheorie. Gut. Okay, Movistar Team, das ist das ganze Team hier, das die haben. So, die haben sau viele Spanier, das ist ein spanisches Team fast. Okay, die Musik muss ich sagen, die ist nicht mal so schlecht im Hintergrund da. Bitte beachten Sie, dass unsere Forschungs... Aha, vom S-Bike auch noch. Okay. Eine Einschätzung der Fahrer erfolgt nach folgenden vier Parametern. Boah, Alter. Hab die Fitness, die Ermüdung, Rhythmus, Frische. Aha. Gut, das behalten wir mal. Ihr Partner, S-Bike, Zwin und Mikado, haben die Ausrüstung für die Saison geliefert. Sie können sie auf der Seite Material ansehen. Aha. Sie haben Zugriff auf das begrenzte Forschungs- und Entwicklungsprogramm von der S-Bike. Sie hatten die neuen Modelle von der offiziellen Einführung, legen aber keine Forschungsparameter fest. Aha. Ethics Quickstep an der Weiterentwicklung des Modells Mensch. Das Modell befindet sich in der... Ah, das ist ein anderes Team, hä? Okay. Aha, jetzt haben wir hier... Was ist denn das? Shit. Es gibt natürlich Zuverlässigkeit, sehr schlecht. Unterdurchschnittlich. Gut, Laufräder. Aha, 808 ist hier. Super neu Disc. Okay. Das lassen wir mal los. Da haben wir hier. Hab, dann Zwinder. Informiert uns auch. Das macht China. China arbeitet dieses Jahr mit Lampe Merida zusammen. Aha. Das weitere von der Marke gesponserte Team, Team Joker. Aha, okay. Es sind viele Infos hier. Da wir alle hier zusammenarbeiten. Strike. PT Swiss arbeitet dieses Jahr mit IAM.
Cycling zusammen. Das Team von Sylvain Chavanel, den kenne ich sogar, unglaublich, hat damit das Privileg, über die an den verschiedenen Modellen des Sortiments vorzunehmenden Änderungen zu entscheiden. Tirol sagen. Also, das DT Swiss steht für DT Swiss. Ich kenne es ja ein bisschen. Also die anderen weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt gerade nicht, aber weiß ich jetzt gerade nicht. Löschen wir mal alles hier. So. Und dann haben wir noch von S-Bike. Okay, löschen wir auch. Jetzt müssen wir mal hier den. Also die Musik ist cool. Planung. Trainingslager. Grand Montana, Schweiz, Luzern, Bormio, Innsbruck, Schwarzwald, Zolder und Huy, ist Puy, Le Mans, aha. Was bringt uns das, da nach links zu gehen? Wir können gar noch nicht weiter. Wir gehen natürlich da ins Trainingslager. Ist immer eine gute Idee. Beobachtet nichts. Weißt du was, wir machen mal eine Trainingslager irgendwo da. Da ist es natürlich teuer. Da ist es sehr teuer. Da auch. Gehen wir hier hin. Nach Fluye. Reservieren. Aha. Auswahl umkehren. Wir nehmen natürlich alle mit. Das kostet uns 11.000, das ist uns egal. Da gehen wir ins Trainingslager. Fertig. Aha. Okay, 3 Tage. 1.2. bis 3.2. Das ist gut. Also ich weiß nicht, ob jetzt das super gut ist. Das kenne ich jetzt nicht. Da wollte ich hier Planung. Genau, da haben wir die. Wir müssen noch bestimmen, wer hier an die Australian Championship geht. Eigentlich. Der ist da dabei, okay. Der ist da dabei. Ha. Oder sind die jetzt schon hier? Nee, ich glaube nicht, oder? Da, wir haben noch 0 von 8. Okay. Hat mir das Rennen gemeldet? Ja, welches Rennen? Für dieses da. Okay. Da können wir sie entfernen. Nicht eingeladen. Okay. Nehmen wir doch mal so einen da. Der ist ja nicht eingeladen. Gut. Ich würde sagen, wir gehen hier mal weiter. So. Um Ihren Rennkalender anzusehen oder zu ändern oder um die verschiedenen Rennen zu planen, an denen Ihre Fahrer während der Saison teilnehmen, öffnen Sie die Seite Planung. Ja, das haben wir eigentlich schon. So. Es ist nur die Frage. Jetzt haben wir zwei ungelesene Mails. Es ist nur die Frage, wie man das jetzt schon wieder macht. Okay. Was ist das da? Nichts. Also langsam kommt immer die gleiche Musik, habe ich das Gefühl. Da sind viele Reden. Also nach Oman schicke ich natürlich keinen. Das wird zu gefährlich. Okay. Das ist das Personal. Aha. Gut. Ich würde sagen, wir lesen mal die Mails.